richtigen Richtung unterwegs. So, Zach, about those bonus features in DVDs nowadays. You know, the ones from the 80s have almost no bonus material. Even if they do, it's a trailer and the visual quality is pretty bad. Well, that visual quality is a good reminder of those days. So many new audio and visual appliances were coming out back then. Do you remember the first video deck we bought? We bought it to record one of the Star Wars movies on TV. And remember when that video store opened, we spent hours there, just trying to find a good movie to rent. There weren't that many to choose from back then. I remember renting some really bad ones after reading those back cover taglines. Hey, remember? Attack of the Killer Tomatoes, filmed in 1978. Produced, directed, written, and edited by John DiBello. It was really awful, but for some reason I still remember it pretty well. It had so many sequels, and the original was re-released in 95. The 87-minute-long theatrical release bumped up to a whopping 90 minutes. But that was around the time I joined the Bureau. I never have a chance to see it. I know, Zach. Once this case is over, we can watch it together. I bet we can buy a copy on the internet pretty easily. Boah, das Fahren muss man sich hier definitiv gewöhnen. Da gibt es scheinbar einen Laden, wo man essen kann. Gerade was Bremsen und so angeht und das Beschleunigen ist echt ungewohnt. Vielleicht kann ich das noch anpassen. So, ich sollte hier mal abbiegen. Ist hier eine Straße irgendwo? Da. Es gibt auf jeden Fall genug Speichermöglichkeiten, das ist schön. Oh, typischer GTA-Ring. Yes! Angekommen! Woo! Das Lied meine ich. Hammer. That's one fine building for such a small town. The exterior woodwork is spectacular. Don't you agree, Zach? Sehr geil. Also der Soundtrack ist schon cool. Wie immer Post. Nein, er hat nicht geschlafen. Nein. Wie läuft der denn? Pleasure to meet you, Agent Morgan. We've been expecting you. I'm Thomas McLean, the Sheriff's assistant. Thomas McLean, Assistent des Sheriffs. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please just call me York. It's what everyone else calls me. Very well then, Agent York. I believe I owe you a thank you for retrieving my belongings from my car. Thanks. Oh, no, just doing my job. I want to help do everything I can to help the investigation. I just can't believe Anna was murdered. She was such a bright and lovely girl. Did you know her well? Well, no, not really. But it's a very small town. I'm sorry. It's just that this is the first really big case I've ever seen. I understand. Just try to relax. Can I have a look at Anna's file now? Yes, of course. The sheriff told me to let you through to the meeting room, but I've lost the key to the cabinet where the files are. Why don't you take a look around while I go look for it? Okay. Let me know when things are ready. Dieser Thomas war der. Zach, Thomas appears to be the kind and sensitive type, totally at odds with the monarch. Almost a good setting for a cartoon. Dieser Thomas war auch derjenige, der geheult hat in der Anfangssequenz, in der Bar. So, was haben wir denn hier? Ein Telefon. Werden wir mal machen. Es gibt sogar für Speichern Geld. Das ist der Hammer. So, was ist das? Das ist ein Material. Oh. Aber wir sollten uns ja noch ein bisschen hier umgucken. Gehen wir mal nach unten. Einfach so. Weil es nicht so viele Wege gibt. Ach, wir können ja schieben, aber zu welchem Zweck?
Was, dass wir die Leute hier einsperren können? Hey, ist offen. Nice. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass zu ist. Oh, erstmal alle freilassen. Das ist die Asservatenkammer wahrscheinlich. Die Tür ist nicht verschlossen. Okay. Zur Asservatenkammer. Gehe ich jetzt mal von aus. Ach, hier sind für Schussübungen. Schlüsselhalter mit Streifenhörnchen und ein Schlüssel des Sheriffbüros. Ah, das wird wahrscheinlich der Schlüssel von den Typen sein. Hat er vergessen hier. Aber wir gehen trotzdem mal da rein. Diese Person hat sicher nichts mit den Ermittlungen zu tun. Der Ärmste. Ein Tisch für den Wächter. Wird er überhaupt benutzt? Er sieht nicht danach aus. Also, ich finde schon. Ah, doch nicht aus der Wartenkammer, sondern... Hoffentlich schnappen wir den Täter bald. Leider ist dann unser Urlaub hier zu Ende. Also, hier ist der Knast jetzt. Hier können wir nur pennen. Oh, schön auf so einer Knastliege schlafen. Hat was, oder? Ich gucke jetzt mal durch, ob es hier noch was zu sammeln gibt. Schlafen, schlafen. Oh, hier sitzt ja einer. Mhm. Ah ja. Schlüssel südliches Gleithörnchen. Noch so einer. Okay. Hä, okay. Wollen wir mit den ganzen Schlüsseln machen? Da sitzt auch noch einer. So. Na, dann können wir erstmal wieder nach oben gehen. Läuft. Also ich kann nicht meine Waffe zücken. Einfach nur mal so Spaß. Doch, kann ich. Dim, 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 dim. Und Equip. Jetzt hier mit so einer Waffe durch die Gegend drin, kommt irgendwie komisch, oder? Ist die Feuernottür? Emily! Ha, hi, Mädel. Ey, Schnucki. Hi. Könnten Sie mir vor der Besprechung vielleicht das ganze Büro zeigen? Tut mir leid, Agent York. Ich habe zu tun. Könnten Sie Thomas bitten? Das ist keine sehr gute Idee. Wieso? Was ist denn los? Er hat den Schlüssel zum Schrank verloren, in dem die Akten sind. Er hat mich gebeten, mich im Büro umzusehen, bis er ihn gefunden hat. Ich hoffe, das dauert nicht lange. Sorry. Oh, keine Sprachausgabe, das ist doof. So. Einer meiner Schlüssel wird, denke ich mal, passen. Ich habe zwei. Wie es aussieht, brauchen wir drei. Agent York, haben Sie den Schlüssel gefunden? Ja. Hä? Was? Ja. You found the key. I hope this is the right one. So. Boah, der testet jetzt selber erst, oder? You found a Siberian chipmunk this time, have you? Sorry, wrong key.
A Siberian chipmunk? This species lives in northern Japan on the island of Hokkaido. They're actually quite a popular pet. So it isn't even a squirrel. But we're looking for a southern flying squirrel right now. Ah, das haben wir auch. You found the key. That's the right one? Yes, a southern flying squirrel. Geil. Thank you so much. I'll bring the files right in, so please go to the meeting room. Okay, I'll be waiting for you. Well, Zach, we just got here and we've cracked a big case already. The victim's name was Anna Graham. Age 18, she just recently graduated from high school this year. Her dream was to move out to the city and become a model. But for the time being, she was working in the A&G diner here in town. She lived with her mother, Sally. Anna's father died in an accident in the lumber mill when she was a child. Her mother is unemployed and lives on the insurance money from her husband's accident. After all, it's a small town with a low cost of living. Financially, they seem to get by fine, and they led normal lives. A normal life is exactly what a curious teenager doesn't want. It's all starting to make sense, Zach. City folk, huh? No, I take that back. All of them can't be as bad as him. And some should have better manners. Huh. This is a good biscuit. I've never tasted a biscuit this delicious. Where in town can I get these? Well, actually, I baked them myself. That's amazing. What are you doing in law enforcement? I'm very particular about biscuits, I'll have you know. The balance of milk and butter you've achieved here. Oh, my. Agent Morgan, the autopsy's ready. You are welcome to accompany me to the Greenvale General Hospital. Emily, you come too. Thomas, stay here and tidy up these files. Yes, sir. We're going to use the car outside. Let's get going. You might think this is just a small-town police investigation, but our inspections are thorough and solid. I'm hoping you won't slow us down. Er ist immer noch begeistert vom Keks. Das ist immer dieselbe Anzeige bisher. Immer noch geheilt. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, was die Autopsie ergeben hat. Köder, normaler Wurm. Zum Angeln? Echt? Man kann auch angeln? Geil. The Greenvale General Hospital is down the road by the lake. It's too far to walk. Come on, get in the car. If I'm riding in a car, George, I prefer to be the driver. Can you provide a car for me? What are you talking about? You don't even know how to get there. Which is another good reason for me to drive, George. I need to learn my way around town. Oh, man. Very well. Then I'll ride with you. I want to keep an eye on you. Fair enough. Just one thing, Agent Morgan. Your involvement in this case is limited. That means you don't have to learn your way around town. George, we'd better get moving. The hospital closes at 2100. Wow. Okay. Agent Morgan, get us there quickly, but drive within the speed limit. Just because you have a badge doesn't mean you can drive like a maniac.
George, what are you, his mother? We just need to get the autopsy results. Agent York isn't accustomed to the town yet. Give him a little slack. Well then, Agent York, let's get going. Sure, sounds good. This? So. Wo geht's denn hier raus? Boah, ist ja ätzend. Das Fahren mag ich jetzt schon nicht. Nein, nicht aussteigen. Oh, ich wollte reden. Es ist immer alles auf derselben Taste sein muss. Das ist anstrengend. If you're wandering off, then we'll go on ahead. We don't have time to mess around. Ja. Okay, I'll meet up with you later. Oh nein! The hospital closes at 2100. Inside before then. Alter! Euer Ernst? Boah, ist das, ey, das ist ja echt eine Scheiße, also. Das macht das Ganze unnötig kompliziert. Was das Zeichen da bedeutet, werden wir auch noch rausfinden. Wir werden jetzt erstmal zum Krankenhaus fahren. Jetzt wollte ich eigentlich nur ein Gespräch mit denen führen und der hat das hier gleich komplett. Diese Straßen entwickelt hier, ey. Was war das? Bin gegen eine unsichtbare Wand. Speaking of 80s movies, one jewel in the rough springs to mind. Deadly Spawn. Do you remember that one, Zach? Back in 83, directed by Douglas McCown. Right, it was filmed pretty cheap, but still it was pretty good. The monster design with the mouth crammed full of teeth, I loved it. So many delicious B-movie cliches. Did you know that they made a sequel? But I never got to see the sequel. The rental store didn't have it for some reason. They said the staff for the sequel was totally different from the original. Wonder how the sequel turned out. You know, the monster in that one responded to sound. Wait, Zach. Sounds a lot like the movie Tremors. I think that one was back in 89, directed by Ron Underwood. Now that was a great role for Kevin Bacon. Masterpiece. Zach, that one had sequels like crazy. I remember there was a fourth one. I've only seen the first one, though. Das Autofahren macht mir jetzt schon keinen Spaß. Wir haben übrigens eine Anzeige für Benzin, für die Kaputtbarkeit unseres Autos. Was wir halt so alles beachten müssen. Und ich bin mal gespannt, da gibt es eine Anzeige für... hier nicht eine Anzeige für, da gibt es noch so kleine Kärtchen auf unserer Karte. Die werden wir auch nach und nach mal erkunden. Je nachdem, wie wir Zeit